Gut, dann könnt ihr auf dem Marktplatz rauskommen oder wo wollt ihr? Genau, Marktplatz von Tal. Ja, mittlerweile ist der natürlich verlassen. Selbst Graulheim ist ja mit nach Norden gezogen. Und mit einem Ruck werdet ihr aus dem Erz wieder ausgespuckt. Sulamin und Dalarian Nachtschimmer gehen auf die Knie, fassen sich an die Hand, an den Hals und brechen zusammen. Ich dachte, ich würde keine Luft mehr bekommen. Ach, was? Wo sind wir? Wir sind in Talf. Wir sind in der Wildermark. Ihr habt euch versteckt, die ganze Zeit. Aber seht, wie verheert das Land ist. Ihr habt die Möglichkeit, diesen armen Menschen zu helfen. Und was tut ihr? Nichts. Ihr versteckt euch. Das ist eine Schande. Du hässliche kleine Giftkröte! Na, na, na. Wir wollen doch nicht so unharmonisch werden. Verflucht sollst du sein! Ich aktiviere meinen Ersan-Willen. Du merkst, wie ja, du strengst gerade deinen eisernen Wall an, beziehst ihn nach oben und du merkst, wie wohl irgendetwas sich daran vorbeischiebt wie eine Schlange. Verflucht sollst du sein! Die weicht so ein bisschen zurück, immer noch auf allen Vieren, wie so eine Spinne klettert sie gerade immer noch auf dem Boden entlang und weicht dann so bis zu 10 Schritt von dir entfernt. Sitzt dann so halb schief, schräg an einer Häuserwand und blickt dich aus giftigen Augen an. Von ihrer herausragenden Sicht kannst du halt nichts mehr erkennen. Sie sieht gerade mächtig verzerrt aus mit ihren Dann schwarzen Haaren. Nehme ich meinen preisgeweihten Dolch und ramme ihn in die Rippen. Ne, sie ist 10 Meter entfernt von dir. So, ach. Dachte, die wäre noch bei mir. Ne. Okay. Faucht dich an wie so eine Katze. In weit mein Hus geht's mir gut! Ihr habt mich verflucht. Das sollt ihr bereuen. Ich glaube, an dieser Stelle ist aller Worte genug getan. Sulamin, wir schreiten zur Tat. Lasst mich! Bringt mich zurück! Wo bin ich? Komm mal runter, Alariel. Du bist ganz allein. Deine Anhänger sind weit fort von hier. Sie streckt ihre Hand in den Himmel, hängt da jetzt nur noch mit einer Hand und den beiden Füßen Ja. senkrecht irgendwie an der Wand und ruft wohl irgendwie was. Vielleicht ruft sie ihr Hexenholz. Ich möchte die mit dem Dolch erstechen. Ja, mach einen Sturmangriff. Sturmangriff habe ich nicht. Ich Ja, bin dann ja, lauf auf sie nicht. zu. Na los, hopp. Wirf einen Moment, Dolchangriff. ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen. Sie ist jetzt außerhalb unserer Reichweite. Kommen wir da ran? Also Ist irgendwie. sie klebt auf der Häuserwand. Man müsste da halt heran oder hochspringen. Oder eben gemeinsam dann miteinander. Also sie klebt irgendwie noch an der Wand, nicht auf dem Dach. Ja gut, dann versuche ich die Hauswand hochzurennen, sie runterzuholen. Ja, könnt ihr gerne mal eine Athletikprobe würfeln und dann einen Dolchangriff oder einen Raufenangriff oder sowas. Athletik, also alles klar, aber ich würde dann tatsächlich auch noch den Irgendwas. Dolchangriff direkt hinterher Ja. mit dem Bernsteindolch. Ah ja, Schaden. Ja, da. Wie würfel ich den aus, also hier? Au, was? Weiß nicht, warum. Nee, das war Initiative. Ja, gut. Ich würfel einfach in die 6. So, auch 6. 6 plus 1. Genau, Vulkanglasdolch macht ein W6 minus 1 und der Bernsteindolch macht mal plus 1. Genau. Also 7 TP Prajos-Schaden. Eben noch klebte sie an der Wand. Zulamin kann sie wohl noch ausweichen und dann kannst du ihr den Dolch in die Rippen rammen und sie fällt herunter. Als würdest du die Spinne von der Wand abstreifen, klatscht sie neben dir auf den Boden und steht dann auf. Dann würfel ich jetzt auch mal eine Initiative. Ja. Zulamin auch machen. Ja. Das ist nicht so viel. Sie fährt ihre Hände aus und ihr wachsen Krallen. In Ordnung. Ich ziehe meinen Säbel. Ja. Gut, sie hat eine Initiative von 14, dann hat sie eine von 12. Sie muss anfangen. Ja, sie lässt sich Hexenkrallen wachsen und Ja. würde dann gleich angreifen und zur Hier Boltax. vor, ich greife an.
Wir haben beide eine höhere INI, oder? Aua. Kein Crit. Du hast keinen Schicksalspunkt mehr. Ich habe keinen Schicksalspunkt, ansonsten hätte ich natürlich geschippt. Die 17 nochmal neu, ja. Dann ist das nur die halbe Parade. Mhm. Ja, sie würde tatsächlich versuchen zu parieren. Das ist natürlich ärgerlich. Mit ihren Händen? Mit ihren Händen. Sonst ist. Aber die Krallen sind noch nicht. Die Krallen sind noch nicht gewachsen. Du kannst dann den halben Schaden machen, weil sie keinen Eisenarm hat. Ich habe ja die höchste Inni. Würde sie mich angreifen oder Boltax? Boltax. Okay, das heißt, ich kann offensiv umwandeln, weil sie sowieso nicht auf mich geht. Korrekt. Du könntest jetzt zweimal das Schwert ins Gesicht schlagen. Gut. Ihr seid in Überzahl, du bekommst eine minus 1. Okay. Dann mache ich eine 7er Ansage. Verflucht, verflucht, verflucht! Und der trifft. Aua. Ja, Schaden. Noch eine Attacke hinterher. Das ist eine plus 6, ne? So ein 11 Schaden. Sie hat keine Rüstung an. Sie ist kampfunfähig. Nicht tot, aber kampfunfähig. Wird auf den Boden, ihre Hexenkrallen wachsen wohl weiter, aber. Wartet mal, ich will nichts sagen, aber du hast deinen Säbel nicht. Der ist in der Erde zurückgeblieben. In der Erde zurückgeblieben? Ja, alles Metall. Wow. Wobei ich nicht weiß, wie es mit geweihten Sachen ist. Also ich weiß nicht, wenn dein Säbel geweiht ist. Geweihte Gegenstände sind trotzdem aus Erz. Ja gut, dann ist der Säbel zurückgeblieben. Ich habe nämlich gerade. Der ist halt profan unzerstörbar, aber. Dann liegt er wohl immer noch in Weidmannhus. Ja, dann kannst du. Ich kann alternativen Raufenangriff machen, aber... Raufenangriff, mach das. Wird die 8 sogar zulassen, dann nimm die 8 und einfach einen Raufenschaden. Ich gehe mal davon aus, dass ihr zu zweit könnt ihr mit ihr fertig werden. Okay. Ihr könnt sie definitiv dann nicht töten, aber zumindest erstmal bewusst losprügeln, weil sie halt wirklich auch nicht kampfstark ist. Dementsprechend wird sie erst kampfunfähig werden. Ihr könnt sie dann immer noch umbringen, aber erstmal ist sie kampfunfähig. Dann fessle ich sie. Gut. Oh. Das war ein Akt. Puh, das war ganz schön knapp. Na ja, knapp. Ihr reist ja mit einem Zwerg. Bei uns muss man schon etwas mehr auffahren. Ja, zum Glück. Aber... Meint ihr, sie hat euch wirklich verflucht? Naja, das werden wir sehen. Derweil können Jalan und Isaron das Schlagen, Schluchzen des Gräumes durch die schwere Tür hören. Ich hab nichts getan! Ich hab wirklich nichts getan! Ich bin ein Händler! Lasst mich! Gräume. Wo habt ihr den überhaupt aufgegriffen? Ich dachte nicht, dass es hier noch welche gäbe. Wenige dieser Tage, worüber ich ganz froh bin. Er ist ein reisender Händler. Wir haben ihn allerdings mit Artefakten erwischt. Diese Gräume bieten magische Heiltränke an. Flüssig-Artefakte, wie sie so sagen. Vermutlich mit Teriak gemacht. Man kann ihn nicht trauen. Der anderen Seite der schwarzen Sichel ist es voll mit denen. Es ist grauenhaft. Total empört an, als er Teriak erwähnt. Weil, na, das ist ziemlich heuchlerisch. Teriak haben sie tatsächlich wohl nicht dabei gehabt. Einfach nur magische Tränke. Zieht er hier umher und will Bauern diese Dinge verkaufen. Ich hab nichts gemacht! Als wen? Ich weiß eigentlich gar nichts zum rechtlichen Status von Gräumen. Gibt es dafür überhaupt Regelungen? Nun, sie sind ein verschlagenes Volk, das in den Bergen lebt. Es gab in den dunklen Zeiten noch viele von ihnen, doch sie wurden durch einige Ereignisse ausgemerzt. Sie verschwanden dann. Jedenfalls sind es Zauberer, die sich nicht an den Codex Albiricus halten. Was mehr müsst ihr denn noch wissen? Vor allem sind sie Beherrscher. Ja.
Ja, das ist natürlich keine schöne Spielart der Magie. Was ist mit dieser Frau, die dort vorne angekettet ist? Eine Hexe. Wir fanden sie in den Zauberersümpfen. Sie sammelte Kräuter. Sie behauptet zwar, dass sie keine Hexe ist, aber wir wissen beide, dass das nicht der Fall ist. Nun, wenn ihr mögt, könnte ich sie abseits dieser heiligen Sonnenlande einmal untersuchen und ganz sicher gehen. Birgit, etwas nervös zwischen den beiden hin und her. Würfel mal eine Überredenprobe. Oder ein Überzeugen? Ja, über... Es ist eher Überreden. Sie will nur eine Zustimmung zu einer Handlung. Hast du noch einen Schicksalspunkt? Nicht so gut. Nee, habe ich nicht. Wisst ihr was? Ich würde sie euch sogar ganz überlassen. Ein Pakt mit Saldar Foslarin würde uns gut zu Gesicht stehen. Mehr Pfeile des Lichts, die unser Sonnenland vergrößern. Ein Pakt? Nehmt sie mit, bringt sie Saldar Foslarin und besiegelt damit unser Bündnis. Bin mir sicher auch eurem Ordensmeister. Wie ist das bei den Pfeilen? Nicht so wichtig, auch Saldar Foslarin wäre es genehm, wenn er einen Punkt hätte, von dem aus hier in der Wildermark operieren kann. Nun, ich kann ihm gewiss gerne ein Schreiben eurerseits mitgeben. Das wäre doch der richtige Weg, nicht wahr? Korrekt. Wenn ihr wieder zurück nach Gareth übersetzt, bringt ihm der Hexe. Ihr könnt sie verbrennen. Tut mit ihr, was ihr wollt. Hauptsache, sie stirbt. Nun, wir werden sie natürlich unseren Regularien untersuchen und dann so verfahren, wie es der Codex Albyricus es uns vorschreibt. Oder das Praios Vademecum. Nickt er dann aber. Von unseren befreundeten Praioten beraten. Wir arbeiten gerne zusammen mit ihnen. Wie gut, dass ihr Jalan Oberan an eurer Seite habt. Irgendjemand muss ja auf sie alle ein Auge werfen. Genau. Auch die Magier bedürfen Kontrolle. Aber mit euch an der Seite wird das sicherlich gelingen. Aber ich höre heraus, dass ihr mich bald wieder verlassen wollt, Freund Jalan, und nicht an meiner Seite weilen mögt. Ich betraure es sehr, aber... Bringt mein Licht in die Welt. Ja, ich berichtete euch ja von den mannigfaltigen Talenten, die diese Abenteurergruppe, mit der ich reise, aufbringen kann. Und sie in göttergefällige Bahnen zu lenken, ist derzeit ein großes Werk. Wenn ihr den schwarzen Drachen seht, so erschlagt ihn in meinem Namen. Oder die anderen Heptarchen, erschlagt sie ebenso in meinem Namen. Ich werde mich um die Magokratie in Auweiler kümmern, um den Fackelforst, um Zwerch, um die Bohlenburg, um die Trollmauer. Um all diese götterverlassenen Orte und Sonnenland vergrößern. Zwei Mühlen von den Nekromanten befreien. Dies werden wir tun. Und mit... Wenn die Götter uns hold sind, sehen wir uns in einiger Zeit an der Trollmauer wieder. Er reicht dir die Hand. Schlage ein. Da reicht auch Isorun die Hand. Die ergreife ich natürlich und schüttel sie. Merkwürdiges, kribbelndes Gefühl. Als ob du deine Hand gerade verloren hättest. Das Zurückziehen des Nairakes aus deinen Fingerspitzen. Und als er dann der Hand wieder loslässt, merkst du, wie die Hand taub ist. Er nickt euch freundlich zu und würde euch dann wieder nach draußen begleiten. Bitte, ich hab nichts getan. Halt endlich die Schnauze. Ich bin ein einfacher Händler. Nun, ich denke, wir nehmen dann diese Dame hier mit. So sieht es aus. Ich denke, wir werden noch... Und eure Heiligkeit Platz hat Nachtquartier beziehen. Selbstverständlich. Und dann unseren Rückweg antreten. Ihr seid mir immer willkommen. Es gibt noch Hexen und Nekromanten im Norden. Ich hoffe, unsere Kameraden konnten etwas ausrichten. Ihr nickt. Und ihr könnt euch dann die Hexe an Ort und Stelle lassen, könnt dann die Nacht dort noch verbringen und am nächsten Tage wieder aufbrechen, gemeinsam mit der Hexe. Wir werden auf dem Rückweg vermutlich deutlich langsamer unterwegs sein, denn die Hexe muss natürlich laufen. So ist es. Derweil kommt Abelmir mit dem Baron Aldoran von Wurzenwald nach draußen. Rafim steht dort immer noch. König Rafim steht dort immer noch. Ein erhabenes, imposantes Gemälde mit der weißen Eisbären Mira neben sich und dem Troll Graulheim.
Und da bei mir habt ihr was rausgefunden. Dies ist der Baron von Wurzenwald. Meine Freude. Er hat ein schändliches Verbrechen begangen. Schockierend. Seid ihr der Scharfrichter? Wollt ihr mich töten? So tut es. Also Chor ist Ronra-Scharfrichter. Ich habe auch schon als Scharfrichter gearbeitet, wenn ihr fragt, aber... Also jetzt eigentlich nicht. Aber irgendwie, was hat der Mann für Probleme? Er hat die Golgariten getötet. Er muss sich verantworten in Punin oder vor den Golgariten. Warum hat er denn die Golgariten getötet? Es war Nacht. Sie wehrten sich nicht. Sie waren im Kampfrausch, sagte er. Das waren wir alle, verzeiht. Wird einer der Spießbürger sich daneben hinstellen. Hat einen schweren Bihänder auf dem Rücken. Wirkt ebenso verloren. Ebenso traurig. Wir können gerne mitkommen, wenn wir die Untoten jagen gehen. So kann er sich wenigstens von einem Teil seiner Schuld reinwaschen, verbohren. Ja. Und wirklich in die Wälder gehen? Seid ihr dazu bereit, fragte ich. Eure Schuld abzubitten, Vorbohren. Er nickt nur noch stumm. Ihr Kraft. Wie steht's mit euch Männern? Seid ihr bereit zu kämpfen? Ja, die sehen ebenso verloren und verzweifelt aus. Würfel mal eine Heilkunde-Seele. Oh Gott, hab ich gar nicht. Kann man irgendwie ableiten auf irgendwas? Keine Ahnung. Ja, biete mir was an. Kriegskunst oder so. Könntest du auch Menschenkenntnis? Machen. Menschenkenntnis ist nicht überzeugen. Ich kann auch Kriegsgrund. Nee, dann überzeugen. Plus 5? Plus 10? Oder mach einfach mal eine Überzeugenprobe, ich guck mir das dann an. Also offiziell kann man ersatzweise Menschenkenntnis oder Überzeugen verwenden, jeweils plus 10. Gut, hey, es knapp nicht geschafft, plus 10. Ja, sie nicken nur stumm, würden selber nicht irgendwie einstürmen, sondern einfach nur akzeptieren, stillschweigen für ihre Strafen. Den Tod gegen Untote zu finden. Ich würde mich mal umdrehen, die Barbaren anschauen. Seid ihr bereit zu kämpfen? Wir können Raphim! Heute töten wir! Raphim! 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 Aber mir, so macht man das. Ja, die Menschen im Mittelreich sind etwas verweichlicht, wie es scheint. Ihr göttergefälliges Tun hat ein wenig gelitten unter dem schwarzen Drachen, wie es scheint. Keine Sorge. Sag dem Baron, er soll seine Männer bereit machen. Wir ziehen jetzt noch gleich in die Wälder. Er wird wissen, wo die Viecher am meisten hocken. Baron, habt ihr Kundschafter, Späher, waldkundige Jäger? Ja, die haben wir wohl. Höhler, Holzfäller, Waldbauern. Macht euch bereit. Die Schlacht naht. Und ihr werdet dabei sein. Ich würde mal zu dem Golgariten rüberlaufen. Ist das eine Frau oder ist das ein Mann? Wenn du näher kommst, kannst du erkennen, dass es wohl ein Mann ist. Guter Mann. Wir werden das Werk Borons verrichten. Auch wenn eure Brüder und Schwestern hier gefallen sind, so ist ihre Mission doch immer noch ungelöst. Wollt ihr euch anschließen? Gegen den Untod? Doch ich muss meine Brüder begleiten mit Golgari rüber zur Seelenwaage. Wie lange braucht ihr? Ja, 2 Tage. 2 Tage habe ich nicht. Wir fangen schon mal ohne euch an, wenn ihr euch anschließen wollt. Wir sind da, wo das... Da, wo die Untoten sind. Bohren mit euch. Ja, Bohren mit euch. Derweil haben die Trollzacker ihre schweren barbaren Streitäxte gegen irgendwelche Dinge geschlagen, die in der Stadt liegen, die im Ort liegen. Irgendwas Metallenes klappern und das Dröhnen von ihrem Gesang tönt laut. Kapach, ist das nicht schön? Kapach, 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 kapach. Auf ihm. So, dann sagt mir, wo wir hin müssen, Baron.
deutet in Richtung Westen, hinter den Hügeln. Dort, wo die Wälder anfangen, sind auch die Untoten. Ja, macht eure Männer. Macht eure Männer bereit und eure Frauen. Er nickt. Lässt sich ein Horn reichen und bläst einmal hinein. Derweil ziehen die Trollzacker bereits in die Richtung, in die er gedeutet hat. Hebt die Krüge, stimmt ein Lied an. Zieht hinaus zu Haschstuhls rum. So verschwinden sie in den dunklen Wäldern. Ich würde mir mal zu Avemir rüberbeugen. Wenn sie nicht so viel foltern würden, wären sie eigentlich ganz nett. 1000 ja. Fässer reiche Tafeln. Tausend unser Fester steht bereit. Da schließe ich mich an. Du kannst ja mit den, was auch immer die da ihr Krieger nennen, nachrücken. Ich fürchte, wir werden die Nachhut bilden müssen. Krabach. Ja, viel Spaß habe mir. Rafim fängt an, den anderen hinterher zu rennen. Oh, das wird eine wunderschöne Schlacht. Oh, ja. Tönt das Horn aus weiter Ferne. Warum? Habt ihr nicht etwas vergessen? Was meint ihr damit? Euer Wappen, eure Standarte zu tragen, einen Boron-Segen zu sprechen. Empfehlt eure Siedler Boron an. Er greift sich sein Schild, auf dem das Wappen angebracht ist. Der Heberkopf und der Baum. Blauer Schild, goldene Zier. Und geht dann los. So ist es recht. Männer, eben noch! Könnt immer noch an den Hufen der Pferde das Blut erkennen. Schlamm, den Matsch. Und so zieht auch das schwere Fußvolk, die Biehänder und das leichte Fußvolk in Richtung des Ehrenforsts.